sind, aber zeige jetzt endlich die Brücke. Okay, jetzt ein bisschen gereizt. Die Klasse heißt John McCartney Memorial Bridge. Also Achtung, ich drehe euch um. There you go. Die ist echt schön. Ziemlich lang. Kommen wir mal zum Fenster raus. Aufgeregt, Emmy dreht gleich durch. Und warum? Wir sind angekommen. Der Chris hat sich für den Golden Gate Park entschieden, so ein bisschen der Central Park von San Francisco. Und ja, wir gehen mal raus und wir nehmen euch mit. Bis gleich. Yay, ein Bach. Es ist wirklich wunderschön hier. Schaut mal. Wow, die wachsen hier einfach wild. Schaut mal. So schön. Und jetzt werden wir Amy überraschen. Jetzt kommt die Überraschung. Geburtstag gehabt vor 4 Tagen und da war ja kein Wochenende und der Chris nicht da und darum konnten wir nicht feiern. Ich hoffe, ihr hört mich. Und jetzt haben wir gedacht, wir feiern mit euch. Genau. Erst wird gesungen. Jetzt geht's. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Amy. Happy Birthday to you. Sie ist 5! 5! Okay, und wir haben auch ein Geschenk. Und zwar hat die Mami besorgt. Gibt's gleich was? Ich muss dir erst zeigen, was du hast. Eis für Hunde. Bitte schön. Zeigen wir euch noch, was wir noch besorgt haben. Hunde kriegen ein paar Leckerli. Und Amy kriegt ein Spielzeug. Das Chris hat, passt für ein Baby. Na, wem sage ich das? Amy, schau mal, das ist für dich. Wie findest du das? Nicht so interessant, das kommt vielleicht noch. Danke fürs dabei sein. Ist das lecker? Ist das lecker? Hast du das gern? Die Glasur wird zuerst gegessen, naja, weil du Geburtstag hast. Und dein Geburtstagsgast, Balu,
hat seinen schon ganz gefressen. Wow. Da, Amy, da ist deins. Das ist deins. Die Hunde haben Spaß und wir genießen diese wunderschöne Aussicht. So, jetzt haben wir schön gefeiert mit der Amy. Jetzt haben wir gedacht, wir beteiligen uns auch an diesem Geburtstagsschmaus. Und der Chris hat ein, was ist da alles drin? Keine Ahnung, Marshmallows. Marshmallows, ganz viele. Und Eiscreme hast du ausgesucht, welche Sorte? Keine Ahnung. Weiß nicht mehr, okay, super. Der hat keine Ahnung. Ich habe hier ein etwas Herzhaftes und zwar, Achtung, ein Spinat. Pilze und Head south on 31st Avenue toward Judah Street, then turn right onto Judah Street. Diese Frau redet auch immer dazwischen. Genau, wir wollten dann eigentlich an den Strand fahren und es dort essen, aber wir haben gedacht, es gibt eine Riesensauerei und die Hunde sind eh sehr aufgeregt und dann ziehen sie uns wahrscheinlich und dann haben wir das ganze leckere Essen auf dem Boden und als Nachtisch habe ich noch diesen tollen Erdbeeren mit Schlagsahne. Und das lassen wir uns jetzt hier doch im Auto schmecken und dann geht's nochmal zum Strand. Bis später. Schmeckt, Schatz? Mhm. Sag mal hallo, schmeckt. Hallo, schmeckt. So ein Trottel. Okay, der Balu, der will mit essen. Es gibt nichts und die Amy ist verbotenerweise auf Rücksitz. Jetzt gibt's gleich Schimpfe. So, wann ist sie da? Ja, gute Frage. Tschüss. Ihr fragt euch vielleicht, woher wir das her haben und zwar von Crab Temptations. Ich blende euch mal kurz ein. There you go. Ich verlinke es nochmal kurz in der Infobox. Der ist echt nett gewesen, super schnell und super lecker. Wir sind am Strand. Das Wetter ist nicht so, so gut. Ah, jetzt. Okay, Amy. Bisschen. Amy. Oh, oh. Der Hund ist im Wasser. Es ist ein bisschen kühl, aber es geht noch. Gerade eben gab es da hinten eine Explosion. Wir wissen nicht genau, was in die Luft geflogen ist. Irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch nur irgendwas gesprengt oder so. Who cares? That's America. No, not really. Okay. So, let's see what the doggies do. Oh nein. Oh nein. Schaut euch die Hunde an. Oh nein. Das ist aber wirklich super schön. Wuhu! Schatz, wie gefällt's dir? Oh. Wow! Mit Amy gleich mittendrin.
die Bridge und die Stadt. Sagen wir für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.